Guten Abend, meine Freunde des Getränkes. Heute schauen wir uns wieder von der österreichischen Marke ein Produkt an, von Dreh und Trink, nämlich die Apfelsorte. Ich dachte, wir haben schon alle durch, aber Apfelsorte, wie es aussieht, hatten wir nicht. War direkt so ein Augenmerk für mich. Alles in so einem knalligen Grünton, so ein richtiges Giftgrün schon fast, würde ich sagen. Aber trotzdem eben so ein, ne, fürs Auge direkt so sehr hineinstechend. Und ja, im Apfelgeschmack, made in Austria, also in Österreich, ist für die Österreicher ein Klassiker, was ich jetzt so in letzter Zeit mitbekommen habe. Also ich habe es schon ein paar Mal gesehen tatsächlich, aber es war nie so ein Kindheitsgetränk oder so bei mir. Aber bei den Österreichern schaut es schon ein bisschen anders aus. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Designtechnisch einzigartig. Es ist so ein komisches Plastikgummi als Verpackung. Aber einzigartig, ne? Ob es jetzt gesund ist, was man davon halten mag, ist die eine Sache, aber es ist, wie gesagt, einzigartig. Sonst, der Farbton ist super. Wir sehen hier so ein bisschen Äpfel und so drauf, aber mal gucken, was das mit der Realität zu tun hat, so einen tanzenden Affen. 100% recycelfähig, das ist doch schon mal wenigstens gut. Und ja, sonst so viel zum Design, ganz nice. 0,2 Liter haben wir drin für, ich glaube, 80 Cent, 70 Cent, 60 Cent, 90 Cent, irgendwie sowas um den Dreh. Ist schon happig, ist tatsächlich viel. Ne? In der Capri-Sonne habt ihr gleich viel. Aber ja, mal gucken, wie das Ganze schmeckt. So, hergestellt bzw. vertrieben von der Klosterquell Hofer GmbH in Gutenstein. Schöne Grüße an aus Gutenstein in Österreich. Und wir kommen direkt zu den Nährwertangaben hier. 100 Milliliter. Pfandfrei ist das Ganze, genau. Wir haben einen Energiewert von 148 Kilojoule bzw. 35 Kilokalorien. Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm. Kohlenhydrate 8,6 Gramm und davon Zucker 8,5 Gramm. Ja, die anderen Nährwerte, wo 0 ist, die schreibe ich jetzt nicht dazu. Ja, also wir haben vor allem Zucker. Und zwar 8,5 Gramm Zucker. Und es kommt darauf an, wie viel Apfelsaftkonzentrat wir da haben, also wie viel natürlichen Zucker. Aber viel zu viel. Also ja, deshalb kommt es jetzt auf die Zutaten an. So, wir haben ein Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack. Zutaten, Hauptzutat Wasser. Dann Zucker, also mehr Zucker als Apfelsaftkonzentrat. Dann Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 10%. Säurungsmittel Zitronensäure. Ein künstliches Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat ist teils aus der EU und teils aus Nicht-EU. Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, Gesundheitsnote gibt es eine. Ja, gibt es eine 4-. Also 8,5 Gramm finde ich nicht gut. Ich glaube 8 bis 10 Gramm gebe ich immer eine 4-. Ab 10 Gramm aufwärts dann irgendwas mit einer 5. Ja, kann man mal, ne? Einmal im Monat, einmal im Halbjahr machen. Aber es sollte auf jeden Fall nicht so ein Alltagsgetränk oder sowas werden. Hat viel zu viel Zucker. So, aber wenigstens ein bisschen Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Wir haben hier unser Glas und probieren das Ganze jetzt mal. So, wir müssen es hier oben einfach nur so aufmachen. Genau, also man zieht einfach den Dreh und trinkt, man dreht einfach diesen Deckel und dann kannst du direkt so trinken, aber ich tue es mal so ein bisschen ins Glas rein. Und hätte ich gesagt, boah, riecht sehr nach Apfel, aber sehr künstlich. Eieiei, okay Leute, ausholen. Intensiver Apfelgeschmack. Bestimmt nicht alles vom Apfelsaftkonzentrat, auch vom künstlichen Aroma, aber ist lecker. Also wer Apfel mag und Süße mag und Ungesundheit mag, für den ist das auf jeden Fall was. Ja, kann man mal machen, hat für mich wenig Gesundheitssinn. Ist jetzt nichts, wo ich so privat trinken würde, sagen wir es so. Aber schmeckt auf jeden Fall gut und darum geht es gerade. Um Geschmacksnote gibt es eine 2+. Mir ist es fast zu süß und künstlich, so ein bisschen. Das stört mich leicht. Aber 2+, immer noch echt gut. Also kann man auf jeden Fall trinken jetzt rein vom Geschmack. Leute, das war ein Dreh- und Trink-Apfel. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die kennt und wie ihr die findet. Und ansonsten sehen wir uns. Wann sehen wir uns denn? Wir sehen uns morgen Mittag wieder bei einem ziemlich interessanten Produkt. Ich wünsche euch was. Immer schön bleiben, immer schön gesund bleiben und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.